So, da sind wir wieder mit der Partie des FC Bayern München gegen den Vorjahressieger, gegen den ersten FC Köln, die ja die Neuauflage des Finals des letzten Jahres am ersten Spieltag hier im ersten Spiel mit 3:2 verloren haben gegen Borussia Dortmund. Die Bayern besser gestartet mit 3:0 gegen die Mühlekreisauswahl. Quergelegt, Chance jetzt direkt zur Führung. Nicht genutzt von den Bayern auf der Gegenseite. Die Postwende, eine Chance. Und da ist das 1:0 im Gegenzug für die Kölner, für die Geißböcke. Luan Semnica mit dem 1:0 für die Geißböcke. Die kalte Dusche für die Bayern. Nutzen ihre Chance vorne nicht und im Gegenzug die Kölner dann eiskalt. Nächste Chance. Fast das 2:0. Ball trudelt da vor der Linie her und geht dann am Kasten vorbei und nicht über die Linie. Und schon wieder die Kölner. Richard Smajic mit dem Distanzschuss. Machen hier ordentlich Druck, gehen früh drauf, allerdings darf dadurch auch immer wieder Räume für die Bayern. Hier einen Schritt zu spät. Und auf der Gegenseite sind es wieder die Kölner, die das eiskalt ausnutzen hier. Chance Bayern, Gegenangriff, Tor. Anderthalb Minuten gespielt, zweimal schon das Mittel zum Erfolg. Die Nummer 6, Luan Semnica. Mit dem 2:0 für die Kölner. Geht hier munter los. Gegenseite, Chance für die Bayern. Paul Wanner scheitert da an einem hereingrätschenden Kölner Verteidiger. Hier sehen wir nochmal das 2:0 für die Kölner. Schön gemacht, schön kombiniert und dann musste Semnica den Ball nur noch ins leere Gehäuse reinschieben. Keine große Aufgabe für den Kölner Spieler da. Und die nächste Chance, Doppelchance sogar. Ritzi Hülsmann im Kasten der Bayern ist zur Stelle, erst mit dem Fuß und dann mit dem Arm. Bayern verzweifeln da, kommen noch nicht so wirklich durch. Immer wieder der Vorjahressieger und Vorvorjahressieger, der erste FC Köln. Muntere Partie hier bisher in den ersten 4 Minuten. Chancen auf beiden Seiten, aber die Kölner eben, die hier mit 2:0 in Führung liegen. Und jetzt die Chance auf das dritte haben. Gerade so abgeblockt. Moritz, du hast, glaube ich, ein Porträt gelesen über den Keeper vom FC Bayern München, Tom Ritzi-Hülsmann. Süddeutsche war das, glaube ich. Genau.
Da ging es ein bisschen was. Gerade jetzt am Ball. Worum ging es? Ging einfach darum, um dieses Konzept, was die Bayern eben immer wieder fahren, dass die Spieler früh verpflichten. Und so war es eben auch bei Tom, bei Ritzi Hülsmann will er ja genannt werden. Bei seinem zweiten Vornamen. Ist mit 12 Jahren aus Trier zu den Bayern gegangen, hat den großen Schritt gewagt nach München in die bayerische Landeshauptstadt. Mit 12. Und da hat damals eben auch in diesem Porträt, in diesem Bericht kam auch der Nachwuchsleiter des FC Ingolstadt zu Wort. Der hat gesagt, dass er es nicht ganz nachvollziehen könne, dass man den Spieler in so einem jungen Alter schon aus ihrem gewohnten Umfeld reißt, dass man sie aus so einer großen Distanz schon verpflichtet und ihn sie schon ins Internat holt. Weil Ritzi Hülsmann hat sich dieser Schritt bisher zumindest belohnt gemacht. Stammkeeper bei den Bayern in der U16, während sie hier zum Anschlusstreffer kommen. Sehen wir hier nochmal. Schön mit der Bande und dann direkt genommen. Sehr überlegt, abgeschlossen. Pollack, toller Treffer. Hat das auch was mit dem Druck zu tun, den die Bayern haben? Es rumort ja im Verein. Ich glaube, der letzte Jugendspieler, der aus den eigenen Reihen ist, zu den Profis geschafft hat, war David Alaba 2010. Das ist jetzt auch schon 10 Jahre her. Ist der Radius dadurch auch größer, weil der Druck einfach da ist? Da gehe ich ganz definitiv von aus. Die Bayern haben eben diesen Druck, den andere Vereine nicht haben. Dortmund, Stuttgart, Köln, die produzieren alle immer wieder Jugendspieler. Der FC Schalke, Bayer 04 Leverkusen gerade mit Kai Havertz. Das ist bei Bayern eben so das große Problem, was sie haben, dass eben aus den Jugendmannschaften, aus dem eigenen Nachwuchs eben nicht mehr diese Spieler kommen. Da hatten sie ja 1, 2, 3, 4, 5 gute Spieler, die es geschafft haben. Wenn ich da an Holger Badstuber, an Thomas Müller, David Alaba, Schweinsteiger, Philipp Lahm denke, kamen damals alle aus der eigenen Jugend. Und da müssen die Bayern natürlich ein bisschen was machen. Und den Schritt, den sie dann eben gewagt haben, war es dann eben, oder die Angehensweise, die sie fabrizieren, dass sie eben Spieler schon ganz jung holen, dass sie früh scouten und dann eben ihre Jugendspieler ins Internat schicken, ins Nachwuchsleistungszentrum, in das sie auch ganz, ganz viel Geld gesteckt haben, was sie neu aufgebaut haben und was jetzt eben in den nächsten Jahren auch Früchte tragen soll. Möglichkeit, weil die Kölner da ein bisschen pennen. Allerdings nicht genutzt und jetzt der Gegenseite Kontermöglichkeit eigentlich auch nicht ganz gut ausgespielt, da der Abschluss von Richard Zmajic. Ja, allein schon die Liste an Spielern, die hier in Lübeck waren. Also Holger Badstuber haben wir gesagt, Emre Can war hier 2010, mittlerweile bei Juventus Turin, hier noch die Parade nochmal. Wir haben Mats Hummels 2004 hier gehabt, Thomas Müller war 2005 da, Sandro Wagner war 2004 da, also das ist ja wirklich schon eine mega prominente Liste, die ja zeigt, dass der Bayern-Nachwuchs auch mal ein Aushängeschild war, was die Durchlässigkeit an Profis dann ausging. Die Kölner hier, richtig tolle Namen, Mitchell Weiser 2010 hier gewesen, Timo Horn war hier 2009, Yannick Gebhardt 2010 und natürlich der erste Topscorer des Turniers 2001, Lukas Podolski, auch er hier in Lübeck und sicherlich mit das Aushängeschild an prominenten Spielern. Während die Kölner jetzt quasi seine Nachfolger hier den nächsten Abschluss suchen. Also das sicherlich spannend, auch mit Oliver Kahn jetzt im Vorstand, wie sich da die Durchlässigkeit zwischen Jugend und Profis beim FC Bayern München zukünftig wieder darstellen wird. So, jetzt zurück zum Spiel, wo die Bayern alle Möglichkeiten haben, hier Minimum auf Unentschieden zu stellen. Zum Beispiel jetzt mit dem Treffer. Und was für ein Tor durch Öyüp Aydın, den Nationalspieler und Kapitän des FC Bayern. Da lädt er mal komplett durch. Keine Chance für Tobias Pavelčík im Kasten der Kölner. Und Achtung, hier sehen wir es nochmal. Wunderbar per Dropkick einfach mal draufgezogen und der passte. Schönes Tor. So, jetzt aber die Kölner. Oh, stark geklärt, das war wichtig. Riesenmöglichkeit da für Luis Mankatz. Die Nummer 9 des ersten FC Köln. Hm.
Mancazia mit 8 Treffern der vierte erfolgreichste Torschütze der Kölner im Ligabetrieb, wo man unangefochten Tabellenerster der Mittelrheinliga ist. 60 Treffer in 13 Spielen erzielt, also Köln. Die Nummer 1 in der Mittelrheinliga. Schade, schön quergelegt, aber Mankatz kommt nicht ganz ran. Ballbesitz jetzt für die Bayern, schießt sich dafür von Dominik Kapetschny. Ja, die Bayern in den letzten Minuten doch ein bisschen das Heft des Handelns in die Hand genommen. Und kommen jetzt schon wieder gut quergelegt. Chance. Der Abpraller von der Bande landet dann aber bei einem Kölner. Nächste Abschlussmöglichkeit. Pawelczyk ist daneben. Zur Stelle, keine Probleme. Da ein bisschen Druck, weil die Finger von Dominik Kapetschny da hochgehen und das Zeitspiel andeuten. Wird den Ball allerdings noch rechtzeitig los. So, letzter Wechsel bei den Bayern. Nochmal frisches Personal auf der Platte. Damals Trainer gespannt. Angeführt von Alexander Moy, 31 Jahre, seit 2019 im Amt, seit 2016 im Verein, vorher die U14 des FC Bayern gecoacht. So, mit den Atzen geht es hier in die letzten 45 Sekunden in die, der Partie. Und die 2-2. Und die Bayern kommen nochmal, allerdings können sie sich dann nicht durchsetzen. Paul Wanner da jetzt, bisschen unter Druck hinten, wird allerdings gefault. Das ist ja einer, der ist gerade erst 14 Jahre geworden, am 23.12. Jungjahrgang. Darf hier heute, beziehungsweise an diesen beiden Tagen, auch beim Freeway Cup mitspielen, auch wenn es ja eigentlich gar nicht sein Jahrgang ist. Ja, auch Nationalspieler Deutschlands, allerdings in der U15 noch. So, es gibt noch mal eine Ecke, 6 Sekunden vor dem Ende. Also wenn das Spiel noch einen Sieger findet, dann die Bayern. Das sehen wir jetzt. Uhr ist noch mal angehalten. Steht bei 3 Sekunden, auch in der Halle. Der Ball muss jetzt direkt reingespielt werden, dann muss der Abschluss erfolgen. Das erfolgt auch! Aber nochmal die Parade. Es bleibt beim 2-2. Tolle Partie zwischen Bayern und Köln. Bis gleich.